Der Hound of the Baskervilles. Der Hund von Baskerville. Ein Film von 1983 nach dem gleichnamigen Roman von Sir Arthur Conan Doyle. In den Hauptrollen Ian Richardson als Sherlock Holmes, gesprochen von Harry Wüstenhagen. Donald Churchill als Dr. John Watson, gesprochen von Wolfgang Völz. Denholm Elliott als Dr. James Mortimer, gesprochen von Friedrich Georg Beckhaus. Glynis Barber als Beryl Stapleton, gesprochen von Katja Notke. Nicholas Clay als Jack Stapleton, gesprochen von Ulrich Kressiker. Ronald Lacey als Inspektor Lestrade, gesprochen von Engelbert von Nordhausen. Martin Shaw als Sir Henry Baskerville, gesprochen von Uwe Paulsen. Eleanor Bronn als Mrs. Barrymore. Edward Judd als Mr. Barrymore. Brian Blessed als Geoffrey Lyons. Connie Booth als Laura Lyons. Peter Rutherford als Selden. In weiteren Rollen Eric Richard, Michael Burrell, Cindy O'Callaghan, Francesca Gonshaw und David Langton als Sir Charles Baskerville. Buch Charles Edward Pogou nach dem Roman von Sir Arthur Conan Doyle. Kamera Ronnie Taylor. Musik Michael J. Lewis. Executive Producer Cy Weintraub. Produktion Otto Plaschkes. Regie Douglas Hickox. Deutsche Fassung Deutsche Synchron Filmgesellschaft MbH Karl-Heinz Brunnemann. Der Bildschirm des Vorspanns ist in vier Quadrate gegliedert. Auf ihnen sieht man Szenen aus dem Film. In der Mitte die Namen der Darsteller. Am Schluss des Vorspanns schaut Ian Richardson als Sherlock Holmes lächelnd in die Kamera. Es ist Nacht. Ein großes Herrenhaus auf weiter Moorfläche. Aus den Fenstern des Erdgeschosses schimmert Licht. Davor ein großgewachsener, grauhaariger Mann, Sir Charles Baskerville. Er raucht eine Zigarre, schaut auf seine Taschenuhr und blickt nervös in die Nacht hinaus. In der Küche. Barrymore, der Butler, zu seiner Frau. Das ist nur der Wind. Draußen frischt der Wind auf. Sir Charles blickt ängstlich um sich, dreht sich um und läuft eine Treppe hinauf zum Haus. Er hat ein längliches, faltiges Gesicht mit Adlernase und dunklen Augen. Er trägt ein weißes Hemd, Fliege, Weste und einen dunklen Umhang. Sir Charles blickt noch einmal aufs Moor, dann hetzt er zu einem Wintergarten am großen Haus, verschließt die Tür und zieht die Rollos herunter. Im Wintergarten rankelt Pflanzen und Marmorfiguren. In der Mitte ein Tisch mit Whiskyflasche, Gläsern und einem dreiflammigen Kerzenleuchter. Sir Charles lehnt sich schwer atmend mit dem Rücken gegen die Tür, wischt sich über die Stirn, geht dann zum Tisch und schenkt sich Whisky ein. Er lässt das Glas fallen. Entsetzt starrt er zur Tür. Draußen blitzt es heftig. Er schreckt zurück, ergreift dann den Kerzenleuchter, geht damit zur Tür, schiebt das Rollo beiseite und schaut hinaus. Vor der Tür der schwarze Schatten eines riesigen Hundes mit weit aufgerissenem Maul. In der Küche lässt Mrs. Barrymore eine Tasse fallen. Barrymore ergreift ein Beil, beide hasten durch die Gänge zum Wintergarten. Sir Charles windet sich, in der Hand immer noch den Kerzenleuchter, abwehrende Bewegungen nach draußen machend. Er greift sich an die Brust und geht zu Boden. Die Barrymores erscheinen im Durchgang zum Haus. Sir Charles! Barrymore dreht Sir Charles' Gesicht ins Licht. Sir Charles ist tot. Eine belebte Straße. Ein Mann dreht an der Kurbel einer mobilen Musiktruhe. Passanten gehen vorbei, Kutschen und Pferdewagen fahren durch.
Ein hübsches helles Haus mit Rundbogen, Tür und Messingtürklopfer. Baker Street Nummer 221B. Im Obergeschoss ein schlanker, dunkelhaariger Mann mit einer Geige. Sherlock Holmes. Hinter ihm faltet ein korpulenter Mann mit Schnurrbart, Dr. Watson, eine Zeitung zusammen. Sehr hübsch, was Sie da spielen. Von wem ist denn das? Eine eigene kleine Komposition. Dr. Watson ergreift einen Spazierstock aus Ebenholz mit silbernem Knauf, geht zum Fenster und betrachtet ihn mit einer Lupe. Tja, was halten Sie davon, Watson? Haben Sie im Hinterkopf auch Augen? Holmes steht auf und kommt zu ihm. Was hat es mit dem Stock auf sich? Wir haben den Herrn gestern nicht mehr gesehen, aber er hat uns diese Spur hinterlassen. Identifizieren Sie ihn durch dieses Requisit. Wie? Wer er ist? Nun ja, ich würde sagen, er ist ein Landarzt und macht die meisten seiner Hausbesuche zu Fuß. Gut ausgezeichnet. Warum? Warum? Ich möchte die Behauptung wagen, dass sich ein renommierter Stadtarzt nie mit so einem abgenutzten Stock sehen lassen würde. Und die Besucher zu Fuß? Na, das kann man kombinieren. Sehen Sie mal hier diese Kratzer und Schrammen. Stark beansprucht. Gut beobachtet. Noch etwas? Wenn Sie mich fragen, ich bin der Meinung, dass das hier, diese eingravierte Inschrift von den Freunden des CCH, das halte ich für einen Jagdclub. Ich stelle mir vor, Mortimer ist ein athletischer Typ, so in der Art Sportsmann eben. Ich muss sagen, Watson, Sie wachsen über sich hinaus. Oh, vielen Dank. Habe ich etwas übersehen? So ziemlich alles, was von Bedeutung ist. Holmes nimmt den Stock. Und das wäre? Nun, der Mann hat sicher eine Landarztpraxis und er geht auch gewiss viel zu Fuß. Dann habe ich also recht. Soweit ja. Aber bei einem Geschenk an einen Arzt denke ich weniger an einen Jagdclub als an ein Krankenhaus. Und CCH, das bedeutet doch ganz ohne Zweifel Charing Cross Hospital. Wenn Sie es so betrachten... Ich würde ferner sagen, der gute Doktor ist sympathisch, ohne besonderen Ehrgeiz, ein bisschen zerstreut und einen Hund besitzt er auch. Größer als ein Terrier, aber kleiner als eine Dogge. Wie kommen Sie auf einen Hund? Bissspuren. Der Abstand zwischen den Zähnen ist zu breit für einen Terrier, aber nicht breit genug für eine Dogge. Möglicherweise... Er sieht aus dem Fenster einen Mann mit Hund kommen. Ja, so ist es. Ein Cocker Spaniel. Gut, aber warum glauben Sie, ich meine, warum sympathisch und ohne besonderen Ehrgeiz? Und was war das dritte? Zerstreut. Nur ein sympathischer Mensch bekommt solche Ehrengeschenke. Nur einer ohne besonderen Ehrgeiz geht als Arzt aufs Land. Und nur ein zerstreuter Professor hinterlässt seinen Spazierstock anstatt seiner Visitenkarte. Holmes öffnet die Tür. Mortimer, Ihr Stock. Ach, da bin ich aber heilfroh. Ich hab schon gedacht, diesmal ist er endgültig weg. Ich bin nämlich ein bisschen vergesslich, wissen Sie. Das ist nämlich ein Abschiedsgeschenk vom Charing Cross Hospital, damals als ich weggegangen bin nach... Holmes schaut vielsagend Watson an. Devonshire, entschuldigen Sie, aber Sie sind es doch. Sie sind doch Sherlock Holmes. Zu Ihren Diensten. Mein Freund und Kollege Dr. Watson. Doktor? Freut mich, guten Tag. Darf ich Ihren Hund nehmen? Sehr freundlich, vielen Dank. Sagen Sie, was hat eine Handschrift aus dem frühen 18. Jahrhundert mit Ihrem Besuch zu tun? Ich würde sie übrigens datieren auf, na, sagen wir, 1740. 1742, genau. Ach, darf ich? Bitte. Dankeschön. Entschuldigen Sie, Doktor, darf ich Sie auch davon befreien? Zylinder und Stock. Der Hund von Baskerville Hall. Wie Sie schon ganz richtig sagten, betrifft es meinen Besuch. Erlauben Sie, dass ich es Ihnen vorlese? Oh, mit dem größten Vergnügen, bitte. Setzen Sie sich. Danke. Wie ich an Ihrem rechten Zeigefinger erkenne, pflegen Sie Ihre Zigaretten selbst zu drehen. Nur zu. Auch Holmes zündet sich eine Pfeife an. Während des Aufstandes im Jahre 1641 war der Lord von Baskerville Hall ein bösartiger und gottloser Mann namens Hugo. In einer stürmischen Nacht entführte Hugo die hübsche junge Tochter eines Bauern aus der Nachbarschaft. Er sperrte sie in eins der oberen Zimmer ein, während er mit seinen Freunden weiterzechte. Es war ein wüstes Gelage. Baskerville Hall, 1641. Die von Kerzen erleuchtete Halle, Feuer im Kamin. Männer trinken an der Tafel, Männer ringen freundschaftlich miteinander. Oben öffnet eine junge, dunkelhaarige Frau ein Fenster. Sie klettert über die Efeuranken an der Hauswand hinab. Ein blonder, bärtiger Mann in der Mitte. Roger! Los, bring sie runter. Hugo gibt Roger einen Schlüsselbund. Wie steht die Wette? Die Frau läuft zu Hugos Schimmel und reitet davon. In der Halle. Seid still! Sie will weg. Die junge Frau reitet weg. Die Männer in der Halle springen auf, allen voran Hugo. Er stürmt auf einem Rappen der Frau hinterher, in der Hand eine Fackel.
Hugos Fackel erleuchtet gespenstisch das dunkle Moor. Nebel wabern, die junge Frau auf ihrem Schimmel stockt, der Schimmel erschreckt und bäumt sich auf. Die junge Frau stürzt samt Schimmel in ein Sumpfloch und droht zu versinken. Die Frau erreicht den Rand des Moorloches. Verzweifelt versucht sie sich zu halten. Zwei stämmige Männer beugen vor ihr. Sie krallt sich daran fest. Hugo zieht sie an den Haaren aus dem Moor und klammert sie und küsst sie brutal. Sie kratzt ihn. Sie reißt sich los und versucht fortzukommen. Der Schimmel sinkt immer tiefer. Hugo holt sie ein und nimmt sie. Der Schimmel versinkt. Ein riesiger schwarzer Hund springt Hugo an und zerfleischt ihn. Die junge Frau entkommt. Er war größer als jeder andere Hund, den ein menschliches Auge je erblickt hatte. Ein Wesen der Hölle, ein Hund, der zum Fluch der Baskervilles geworden ist. Er heult durch die Nacht, wann immer einer sterben muss aus Hugos Geschlecht. So denket daran und nehmt euch in Acht in jenen dunklen Stunden, wenn die Mächte des Bösen sich erheben. Denn der Hund lauert noch immer auf die Baskervilles, um noch manchen in den gewaltsamen Tod zu schicken. Noch immer heult er seine Todeswarnung, wenn einer aus Hugos geblüht stirbt. Holmes raucht mit geschlossenen Augen. Finden Sie das nicht sehr aufschlussreich, Mr. Holmes? Nun ja, für einen Sammler von Märchen und Sagen. Der Tod von Sir Charles Baskerville war leider kein Märchen, Sir. Sir Charles ist einem Herzschlag erlegen, nicht wahr? Das habe ich dem Leichenbeschauer als Ursache genannt. Bei der gerichtlichen Untersuchung aber... Ja? Da war noch etwas, das habe ich aber nicht erwähnt. Obwohl keinerlei Male an dem Toten zu entdecken waren, habe ich rund um die Stelle, wo er gestorben ist, Spuren gefunden. Trittspuren. Von einem Mann oder von einer Frau? Mr. Holmes, es waren die Abdrücke von einem großen, riesigen Hund. Mortimer blickt sehr ernst. Und noch etwas. Auf Sir Charles' Gesicht war dieser Ausdruck von größtem Entsetzen. Es war Furcht, was ihn umgebracht hat. Furcht und Schrecken. Furcht wovor? Das alte Schriftstück. Vor diesem hier. Er war besessen davon. Er ist niemals im Dunkeln aus dem Haus gegangen. Niemals allein. Und in der fraglichen Nacht... Holmes schenkt ihm Sherry ein. ...hat er doch allein dort draußen im Pavillon gestanden. Eine halbe Stunde fast. Woher wissen Sie das? Vielen Dank. Die Asche von seiner Zigarre war auf den Boden gefallen. Ausgezeichnet. Ein Kollege ganz nach unserem Herzen, Watson. Und legt ihm die Hand auf die Schulter. Und warum haben Sie bei der gerichtlichen Untersuchung kein Wort darüber verloren? Unmittelbar vor Sir Charles' Tod ist mehrmals eine Erscheinung beobachtet worden. Ein riesiger, glühender, gespenstischer Hund. Doch als Mann der Wissenschaft wollte ich den Aberglauben an solche Gruselgeschichten nicht unterstützen. Sir Charles ist vor mehr als einem Monat gestorben. Warum kommen Sie mit dieser Geschichte erst heute zu mir? Henry Baskerville. Sir Charles' Erbe und einziger Neffe trifft heute Nachmittag hier ein aus Amerika. Ich war Sir Charles' bester Freund, Mr. Holmes. Und ich möchte vermeiden, dass der Junge in Gefahr gerät durch... Übernatürliche Kräfte. Mortimer winkt ab. Ich will ihn bewahren vor jeder Art Gefahr. Wollen Sie mir helfen? Bringen Sie ihn morgen früh um 10 Uhr zu mir. Beide erheben sich. Falls es Ihnen genehm ist. Vielen Dank. Wir kommen bestimmt. Doktor, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben kurz vor Sir Charles' Tod mehrere Leute diesen Geisterhund auf dem Moor gesehen. Ja. Wurde er danach wiederum beobachtet? Ich glaube nicht, nicht, dass ich wüsste. Guten Tag, Gentlemen. Guten Tag. Mortimer geht und vergisst seinen Stock.
Ich habe meinen Stock vergessen. Vielen Dank. Komm, Schieber. Watson zündet sich eine Pfeife an. Holmes schenkt sich Sherry ein. Es geht auf die Pirsch, Watson. London. Vor dem Northumberland Hotel eine Droschke hält. Der Kutscher. Guten Morgen, Sir. Ich kümmere mich um das Gepäck. Wird alles erledigt, Sir. Sehr schön. Dr. Mortimer und ein junger Mann mit Cowboy-Hut betreten das Hotel. Das Northumberland Hotel hier wird Ihnen gewiss zusagen, Sir Henry. Sir Henry? Es wird mir schwerfallen, mich an diesen Titel zu gewöhnen. Das findet sich. An der Rezeption. Guten Tag, dies ist Sir Henry Baskerville. Ich habe für ihn vorbestellt. Ich habe einen Brief für Sie, Sir. Durch Boten, heute Morgen. Wer weiß denn, dass ich komme? Was? Sir Henry liest den Brief und lässt auch Mortimer lesen. Höchst merkwürdig. Darf ich vorgehen, Sir? Ein Hotelpage. In der Hotelhalle beobachtet sie, Zeitung lesend, ein schwarz gekleideter Mann mit einem schwarzen Bart. Am nächsten Morgen bei Holmes. Dieser liest den Brief. Wenn Ihnen Ihr Leben und Ihr Verstand lieb sind, bleiben Sie weg vom Moor. Die Worte sind aus der Times ausgeschnitten, aber nicht mit der Schere. Warum ist das Wort Moor geschrieben? Offenbar, weil es für den Absender gedruckt nicht verfügbar war. Die Handschrift ist verstellt, gehört einer gebildeten Person, die sich für das Gegenteil ausgeben will. Woraus schließen Sie das? Nun, die Times ist wohl kaum die Lektüre der unteren Stände, Watson. Wenn Ihnen Ihr Leben und Ihr Verstand lieb sind, bleiben Sie weg vom Moor. Eine mysteriöse Warnung. Sie denken wohl, das hat was mit dem Familiengespenst zu tun? Gespenster schreiben keine Briefe, Sir Henry. Irgendjemand ist in Sorge um Sie oder will Ihnen Angst machen, Sie abschrecken. Der reinste Schauerroman. Ich bin gerade einen Tag vom Schiff, schon habe ich den Familienfluch im Nacken, ich kriege einen geheimnisvollen Brief und ein Stiefel wird mir gestohlen. Holmes stutzt. Sie vermissen einen Stiefel? Ja, funkelnagelneu. Ich habe die Stiefel gestern vor die Tür gestellt und heute Morgen war einer verschwunden. Warum stellen Sie neue Schuhe zum Putzen vor die Tür? Sehr einfach, sie sind braun gegerbt und noch nicht aufpoliert. Wer würde denn aber einen einzelnen Stiefel stehlen? Scheint doch völlig sinnlos. Kann sich ja nur um ein Versehen handeln, der wird schon wieder auftauchen. Mit solchen Napalien brauchen wir doch Mr. Holmes nicht zu belästigen. Wir brauchen Mr. Holmes überhaupt nicht einzuschalten. Unser geheimnisvoller Unbekannter hätte sich die Mühe sparen können. Ich habe nämlich durchaus nicht vor, mich aufs Moor zu begeben. Holmes stutzt wieder. Haben Sie nicht? Nein, Sir. Ich bin nur gekommen, um alles Nötige zu regeln wegen der Erbschaft. Meine Anwälte können das von London aus erledigen. Ja, aber was ist mit Ihrem Titel? Wir haben drüben in den Vereinigten Staaten keinerlei Verwendung für Titel, Dr. Watson. Ich meine, wir haben sogar einen Krieg gegen die Engländer geführt, um die loszuwerden. So war's doch. So war es. Und das Herrenhaus? Ach, das Gespenst kann sich da einnisten von mir aus. Kann Dauergast werden. Sobald ich hier alles erledigt habe, geht's nach Hause mit dem nächsten Schiff. Es tut mir leid, dass Ihr Besuch eine Zeitverschwendung war, Sir Henry. Aber nein, 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 durchaus nicht, Mr. Holmes. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich außerordentlich freuen, wenn Sie und Dr. Watson mit uns essen würden. Mit dem größten Vergnügen. Na fein, dann um zwei. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Mr. Holmes. Henry lächelt. Sie schütteln sich Vielen die Dank Hand. Für Ihre Bereitschaft, Mr. Holmes. Ich bitte Sie, Sir Henry. Danke, Dr. Watson. Guten Tag. Guten Tag. Ach, Watson. Holmes weist auf Dr. Mortimer. Oh ja, Dr. Mortimer. Spazierstopp. Dr. Mortimer. Ach ja, natürlich. Besten Dank. Nachdenklich nimmt Holmes den Brief zur Hand und riecht daran. Mortimer und Sir Henry verlassen das Haus. Na, Sir Henry? Ich meine, wir brauchen ihn doch wirklich nicht. Auf der Straße verkauft eine Frau Blumen. Der Schwarzbärtige sitzt in einer Droschke nahe beim Haus und beobachtet die beiden. Da drüben wäre ein Wagen, oder gehen wir zu Fuß? Von mir aus gern. Ja, Sir? Die beiden da vorne. Der Schwarzbärtige. Servus, Sir. Hat mit dem Knauf seines Stockes gegen das Verdeck geklopft und den Kutscher so angewiesen. Der Stockknauf hat die Form eines Hundekopfes. Holmes beobachtet alles von oben, zuckt heftig zusammen. Watson, nehmen Sie Ihren Hut. Wie? Schnell. Was? Ja, 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 ja. Wir haben keine Sekunde zu verlieren. Ja, ja. Wohin denn? Wohin denn? Sie hasten hinaus. Holmes. Auf der Straße? Alles Weitere wird sich dann schon finden. Ich glaube, wir können gleich hier durch. Vielen Dank. Haben Sie vielen Dank. Hoffentlich läuft das Geschäft heute so weit. Der Mann an der mobilen Musiktruhe. Holmes und Watson? Soll ich laufen und Sie zurückhalten? Unter keinen Umständen, Watson. Wenn Sie meine Gesellschaft ertragen, soll mir Ihre ebenfalls recht sein. Schöne frische Blumen. Mortimer zu Henry. Sie sollten die Warnung nicht so in den Wind schlagen. Ein hübsches Strauß, der Aber das sind doch Hirngeschichten. Das ist frisch geschnitten. Schöne frische Blumen.
Na, wie wär's mit deinem Sträußchen? Frisch aus dem Die Droschke des Schwarzbärtigen überholt Holmes und Watson. Zu Holmes. Blumen, Sir? Wir müssen den Wagen im Auge behalten, Watson. Müssen wir? Na gut. Auf jeden Fall werde ich mich zuerst mit meinen Anwälten besprechen müssen. Einen Strauß mit Lilien. Es wird sich alles schnell regeln lassen. Meine Anwälte sind sehr tüchtig, die machen das schon. Die Droschke des Schwarzbärtigen in Henrys Rücken. Der Schwarzbärtige nimmt seinen Stock zur Hand und zieht ihn auseinander. Ich will in 2 oder 3 Wochen wieder zurück. Warten wir's ab. Es ist ein Schießstock. Mit einer Patrone lädt er ihn und schiebt ihn wieder zusammen. Dann schraubt er die Kappe vom Lauf. Hallo, schöner junger Freund. Guten Morgen. Wir glauben, dass Sie hier schon bestens bekannt sind. Es ist eben ein ganz anderes Leben hier als bei uns drüben. Ich bin fasziniert von dieser Stadt. Die Plätze, die Straßen, die Atmosphäre, umwerfend. Eben eine Weltstadt. Durchaus. Warten Sie, ich will mir nur eine Zeitung kaufen. Was gebe ich Ihnen denn? Ich kenne mich hier nicht aus. Henry vor einem großen Schaufenster. Holmes hastet auf ihn zu. Der Schwarzbärtige legt an. Er trifft die Schaufensterscheibe und wirft den Stock weg. Alles in Ordnung? Ja, Watson, was mich betrifft, ja. Vorsicht, Sir! Holmes schnappt den Stock vor einer anderen Kutsche. Sie haben Glück. Ich hab gar nichts bemerkt. Sie haben großes Glück gehabt. Haben Sie ihn gesehen, Watson? Einer mit Aber einem was ist denn passiert? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Der Ladenbesitzer. Plötzlich so ein Aufblitzen. Was? Gentlemen, was war da plötzlich? Holmes führt die Gruppe vom Laden weg. Irgendjemand wollte eben Sir Henry erschießen. Wie? Ich habe keinen Schuss gehört. Das ist doch höchst unwahrscheinlich. Er kam von hier. Aus einem Stock. Das hier ist kein gewöhnlicher Stock. Er zieht ihn auseinander. Ein raffiniertes Instrument. Zu dumm, dass wir nicht die Nummer der Droschke haben. 2704. Versuchen Sie, sie zu finden. Ich gehe mit Sir Henry und Dr. Mortimer. Werd mich bemühen, Holmes. Auf jeden Fall verläuft mein Besuch nicht eintönig. Es scheint so. Irgendjemand ist auf Ihrer Fährte, Sir Henry. Holmes lässt den Hundekopf des Stockes mit der Nase kreisen. Henry lacht. In Henrys Suite im Hotel. Aber Sir, Sie haben doch gesagt, es fehlt ein Brauner. Ein Stubenmädchen. So war's auch, aber jetzt ist der neue Braune wieder da. Und dafür ist einer von meinen alten Schwarzen verschwunden. Wer hat den? Und wer hat den anderen zurückgebracht? Ich weiß nichts. Glauben Sie mir, Sir, ich bin ein anständiges Mädchen. Wenn Sie was sagen, verliere ich meine Stellung. Ach, bitte lassen Sie mich nicht rauswerfen. Aber wieso denn? Regen Sie sich nicht auf. Es will Ihnen doch niemand was anhängen. Ich will doch nichts weiter als meinen Stiefel zurück. Ich hab ihn nicht. Und was soll jemand mit einem einzigen Stiefel? Das ist die Frage. Wozu kann ein einzelner Stiefel gut? Ist ja gut. Hören Sie auf zu weinen. Tut mir leid. Das wollte ich wirklich nicht. So habe ich das nicht gemeint. Hier. Als Trostpflaster. Er gibt ihr Geld. Und kein Mensch denkt daran, sie hier wegzujagen. Ich schäme mich, dass ich mich so aufgeführt habe, aber ich bin ein ehrliches Mädchen. Keine Sorge. Ist ja schon gut. Ich weiß nicht, wo ihr Stiefel geblieben ist, aber ich suche ihn und ich werde ihn schon finden. Danke. Soll mich freuen. Ein Schwarzer, sagen Sie, Sir? Genau wie dieser hier, aber für den anderen Fuß. Ist gut, Sir. Danke. Guten Morgen. Sie geht hinaus und deutet mit gehobenem Rock einen Furz an. In der Suite. Sir Henry ist also Alleinerbe. Mhm. Er ist der Letzte aus dem Hause Baskerville. Ja, Sir Charles und mein Vater waren Brüder. Ach ja, hier, ich habe eine Fotografie. Er zeigt 30 Jahre alt. Drei Miniaturfotos mit jungen Männern. Also, Sir, das hier ist Sir Charles, das mein Vater und das hier ist Roger, der jüngste Bruder. Er reicht sie Holmes. Und was ist aus ihm geworden, aus Roger? Ach, er ist in irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Er ist weg von hier und ist rüber nach Südamerika. Und da ist er dann auch gestorben. Unverheiratet und kinderlos. Dr. Watson kommt mit einem Mann herein. Ich habe ihn gefunden, Holmes. 2704, John Clayton. Der Droschkenkutscher tritt zögernd näher. Wenn ich mit was dienen kann? Holmes am Fenster. Mit einer Auskunft. Wer war der Fahrgast, für den Sie diese beiden Gentlemen in Baker Street verfolgen sollten? Er kommt näher, klimpert mit Geld und nimmt den Hut des sehr einfach gekleideten Mannes. Genaue Beschreibung. Er hatte einen schwarzen Bart. Ein Geldstück in den Hut. War angezogen wie ein Stutzer. Das zweite Geldstück. So um die 40 etwa. Nummer 3. Ziemlich bleiches Aussehen. Das vierte. Sonst noch was? Er hat mir sogar seinen Namen genannt. Holmes lässt... Ach, das hat er. Alle Geldstücke in den Hut fallen. Ja, Sir. Er hat gesagt, dass er dieser Detektiv ist. Sherlock Holmes. Holmes ist baff, aber er lächelt. Im Restaurant. Sherlock Holmes, na, das ist ja allerhand. Tja, das muss man ihm lassen. Er besitzt eine gewisse Kühnheit. Er wird bald merken, dass ich ihm darin nicht nachstehe. Das klingt fast wie eine Herausforderung. Ist es, oder sagen wir die Annahme einer solchen?
Man hat mir den Federhandschuh hingeworfen und bei Gott, ich werde ihn aufnehmen. Und was wird aus Ihrer Heimreise? Die kann warten. Übernatürliche Kräfte, unheilbringende Dämonen. Jetzt hält mich nichts mehr vom Mord zurück. Ich rate dringend ab, Sir Henry. Sie könnten Ihr Leben in Gefahr bringen. Das ist es doch bereits. Und da ich hier nicht sicherer bin als in Devonshire, kann ich ebenso gut hingehen und mich, wie sagt man bei Ihnen, in die Höhle des Löwen wagen. In der Tat. Genau das ist des Pudels Kern. Mortimer? Sie begleiten uns doch wohl, Mr. Holmes. Leider bin ich zurzeit mit einem wichtigen Fall beschäftigt und die nächste Woche unabkömmlich. Aber dann könnte es bereits zu spät sein. Ja, das ist mir klar. Also werde ich an meiner Stelle einen Vertreter schicken. Einen ehrfurchtgebietenden Mann, der darüber hinaus mein volles Vertrauen hat. Höre ich mit Interesse. Und wer bitte wäre das? Holmes blickt ihn erstaunt an. Sie, mein Freund. Würdevoll legt Dr. Watson so seine Serviette an. Ehrfurchtgebietend. Naja. Sonntagmorgen bei Holmes. Der trinkt Tee, raucht Pfeife, blickt durch ein Mikroskop. Ich erwarte täglich Post von Ihnen, Watson. Schreiben Sie mir alles. Bezüglich Sir Henry, Dienerschaft, Nachbarn. Ich will alles wissen, egal wie unbedeutend es Ihnen erscheinen mag. Ja, selbstverständlich. Vor allen Dingen, Watson, machen Sie sich zum Schatten von Sir Henry und denken Sie an die Legende. Er darf auf keinen Fall nachts allein aufs Moor gehen, wenn die Mächte des Bösen sich dort erheben. Watson zieht eine Pistole und richtet den Lauf auf Holmes. Nehmen Sie wohl, Holmes. Bon voyage, mon ami. Holmes hebt im gespielten Erschrecken die Hände. Watson versucht, die Waffe um den Finger zu wirbeln. Beide lachen. Watson geht. Das Bild wechselt. Eine weite grüne und braune Moorlandschaft. Auf einem Zweispänner Sir Henry, Mortimer, Watson und Butler Barrymore, der kutschiert. Hinter ihnen ein weiterer Wagen mit Gepäck. Links und rechts des Weges verfallene Natursteinhütten. Das waren einmal die Heimstätten unserer prähistorischen Vorfahren. Zur Steinzeit war das Moor bereits besiedelt. Es ist einmalig schön. Aber diese Schönheit ist manchmal tödlich, Sir Henry. Zum Beispiel hinter diesen Felsen da drüben. Da liegt der gefährliche Grissom-Sumpf. Grissom-Sumpf? Eine teuflische Falle. Der Himmel weiß, wie viele Knochen dort unten liegen. Erst letzte Woche habe ich gesehen, wie ein Pony dorthin getrabt ist und in die Tiefe gezogen wurde. Die Schreie habe ich noch jetzt im Ohr. Sie erreichen ein Dorf aus grauen Feldsteinhäusern. An einem Haus eine schmiedeeiserne Laterne, auf ihrem blauen Glas die Aufschrift Police, Polizei. Vor dem Haus ein berittener Polizist. Polizisten zu Fuß mit einem Spürhund, einige Passanten und ein Wachtmeister. Dieser stoppt Sir Henrys Kutsche. Tut mir leid, dass ich Sie aufhalten muss, Gentlemen. Aber alle Fahrzeuge müssen kontrolliert werden. Henry friert. Worum geht's, Barrymore? Dieser Selden, der Notting Hill-Mörder, ist aus dem Gefängnis Dartmoor ausgebrochen, Sir. Das dürfte ja einen Augenblick dauern. Ich werde inzwischen die Verbindungsmöglichkeiten mit Holmes überprüfen. Tun Sie das. Watson steigt ab. Mortimer zu seinem Hund. Ist ja gut, Schieber. Alles gut. Sind nur die Zigeuner, meine Kleinen. Watson betritt den Dorfgasthof. Oh, ein gemütliches Plätzchen. Ein Glas von Ihrem Besten, wenn ich bitten darf, Madam. Ein Mann adressiert ein Kurier. Verzeihen Sie, Sir, kann man hier wohl einen Brief aufgeben? Der Mann mit dem Rücken zu Watson dreht sich langsam um. Ja, das kann man. Dachte ich mir. Beide Männer stutzen und machen große Augen. Watson. Inspektor Lestrade. Watson. Was zum Teufel suchen Sie denn hier? Die Frage könnte ich an Sie zurückgeben. Hat Scotland Yard Sie womöglich strafversetzt? Aufs Land? Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin in besonderem Auftrag hier. Es handelt sich um diesen entwichenen Mordbuben, um Selden. Und da werden Sie geschickt. Sie wissen offenbar nicht, dass ich derjenige war, der ihn ursprünglich festgenommen hat. Das muss ein ganz neues Erlebnis für Sie gewesen sein. Das Übliche für Sie, Sir. Die Wirtin zu Lestrade. Nein, vielen Dank, ich bin im Dienst. Es dürfte Sie interessieren, dass Scotland Yard gelegentlich imstande ist, auch ohne Holmes auszukommen. Watson nimmt an seinem Bier. Übrigens, wie hat das denn rausgefunden? Rausgefunden was? Das mit Selden. Oder warum ist er sonst hier? Er ist nicht hier. Er dreht sich weg. Ich bin allein. Was, ohne Holmes? Aber Sie sind doch sonst immer zusammen. Watson trinkt genervt. Tritt er wieder in einer von seinen lächerlichen Verkleidungen auf? Sie irren. Holmes ist in London. Und er kann seine Zeit nicht damit verschwenden, nach Ausbrechern zu suchen. Er hat Wichtigeres zu tun. Bedeutend Wichtigeres. Warum sind Sie hier? Er schaut betreten. Ich bin hier zum Segeln. Segeln? Hier wird weit und breit nicht gesegelt. Das ist aber nicht gut. Da bin ich falsch informiert worden. Was sowas. Weit man's heil ist, Rat. Watson lässt sein Bier stehen. Draußen kommt ein Mann auf einem Fahrrad, rammt ein Fuhrwerk, fällt um.
Teufel! Henry kommt, will ihm aufhelfen. Sind Sie verletzt, Sir? Aber um ein Haar, das hätte verflucht schief gehen können. Lassen Sie mich los! Der großgewachsene, bärtige Mann... Was wollen Sie denn? Nichts passiert! ...kracht in den Gasthof herein... Pass doch auf, Alter! ...stößt einen alten Mann zur Seite, flätzt sich an den Tresen und schenkt sich Whisky ein. Mortimer... Lyons, das hätte ihr Tod sein können, Sie verdammter Trunkenbold. Na und wenn schon. Dann hätten Sie das Vergnügen gehabt, meinen Totenschein auszustellen, Mortimer. Sir Henry zur Wirtin. Zwei Brandy. Und zum Bärtigen. Wirklich alles in Ordnung? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Mortimer zum Bärtigen. Dieser Gentleman hier ist Sir Henry Baskerville. Das heißt also, er ist Ihr neuer Gutsherr Lyons. Der Bärtige richtet sich auf und starrt Henry mit glasigen Augen an. Baskerville. Na, sieh mal einer an. Der Herr von Baskerville. Na, hoffentlich sind Sie nicht noch schlimmer als Ihr Vorgänger. Naja, womöglich sind Sie gar nicht so lange hier, dass das jemand rausfindet. Warnung vor dem Hund. Halten Sie den Mund, Lein. Ist die Geschichte vom Hund schon zu Ihnen gedrungen, Herr von Baskerville? Ich hörte bereits davon. Habt ihr das gehört? Er hörte bereits davon. Ganz nahe vor Henrys Gesicht. Ich habe mehr als nur davon gehört. Ich habe ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Mit meinen eigenen Augen gesehen. Gemalt habe ich ihn. Glühend und feurig. In der Nacht. Wie er geheult hat. Nach Baskerville-Blut. Er haucht ihn an. Sie sehen Dinge, die ein nüchterner Mann nie sieht, Lyons. Gehen wir. Guten Tag, junger neuer Gutsherr. Guten Tag, Sir. Lyons setzt sich. Henry und Mortimer gehen. So lernt man die Nachbarn kennen. Der Mann ist einer von der unangenehmsten Sorte. Einer, der die Pacht nicht pünktlich bezahlt und ihn nur Ärger machen wird. Seine arme Frau kann einem leid tun. Wer ist denn dieser Kerl? Geoffrey Lyons, Maler von Berufen, ein hoffnungsloser Säufer. Er und ihr Onkel waren wie Hund und Katze. Sein Bart. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Er hatte einen schwarzen Bart. Hier. Sie steigen auf und fahren weiter Richtung Baskerville Hall. Im Gasthof schaut ihnen Lyons hasserfüllt nach. Er hat buschiges dunkelbraunes Haar, einen Vollbart und braune Augen in einem ovalen Gesicht. Er trägt Anzug und Überrock. Es wird dunkel. Im Abendlicht Baskerville Hall, ein gewaltiges graubraunes Herrenhaus mit Erkern, großen Fenstern, hohen Giebeln und Schornsteinen. Im Portal Mrs. Barrymore. Sie begrüßt mit tiefen Klicks zuerst Dr. Watson. Willkommen, Sir Henry. Oh, danke, aber das kommt mir nicht zu. Er ist derjenige, welcher. Ich bitte um Verzeihung. Willkommen auf Baskerville Hall. Meine Frau, Sir. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Mrs. Barrymore. Dr. Watson sieht mehr nach einem Landedelmann aus als ich. Dr. Mortimer, Sie essen doch mit uns. Ich sage nicht nein, vielen Dank. Ist ja gut, Schieber, ganz ruhig. Was war das? Es gibt viele Geräusche nachts im Moor, Sir. Hier, Schieber! Hierher! Dr. Mortimers Hier. Hund läuft ins Moor. Was hat sie plötzlich? Sie weiß, dass wir hier in der Nachbarschaft sind. Kommt vor, dass sie nach Hause läuft und dort auf mich wartet. Schieber! Die große Halle von Schloss Baskerville. Holzgetäfelt, gemütlich eingerichtet, mit einem riesigen Kamin. An der Decke Kronleuchter, an den Wänden Jagdtrophäen. Henry schaut sich bewundernd um. Mrs. Barrymore beobachtet ihn hinter einer Glastür. Sie tritt näher. Darf ich bitten? Beide steigen eine Treppe hinauf. Irritiert betrachtet Sir Henry den Treppenpfosten. Er hat die Form eines Hundekopfes. Draußen im Moor. Shiba, Dr. Mortimers Hündin, läuft durch wabernden Nebel. Hinter ihr, aus Sicht der Kamera, ein anderer, größerer Hund. Er nähert sich. Im Blickfeld der Kamera schreckt Shiba zurück. Sie läuft ein Stück vor dem größeren Hund weg. Ein Felsen versperrt ihr den Weg. Der Hund kommt näher. Das Bild wird schwarz. Im Schloss. Großer Gott. Was war das? Es kommt manchmal vor, dass ein Tier in den Sumpf gerät, Sir. Hoffnungsvoll blickt Mortimer den Butler an.
Ja, Sie haben recht. So wird es gewesen sein. Senkt dann den Kopf. Sicher. Ist ziemlich kühl hier. Könnten Sie Feuer machen, Barrymore? Gewiss, Sir. Barrymore geht zum Kamin. Wir haben nicht mehr geheizt, seit Sir Charles verschieden ist. Er hat angegrautes, dunkles Haar, eine ausgeprägte Stirnglatze und einen Kinnbart. Oh, exzellent. Henry, Mortimer und Watson beim Billard. Sie sind ein beachtlicher Gegner. Barrymore findet ein Stück Papier. Aber das war eben auch nicht schlecht. Verzeihung, Sir. Ja? Das hier habe ich in der Asche gefunden. Mit verbrannten Rändern, aber lesbarer Schrift. Charles am Pavillon, 10 Uhr, LL, 9. September. Er schaut Barrymore groß an, zeigt das Papier dann Watson. Was halten Sie davon? LL. Zu welchem Namen könnte das passen? Ich wüsste nicht. Mrs. Lyons, Sir. Henry überrascht. Die Frau von diesem Maler? Ich glaube, ihr Vorname ist Laura. Richtig, das war mir entfallen. Und mir fällt da noch etwas auf. Das Datum, der 9.9. Das ist der Todestag von Sir Charles. Alle starren Barrymore an. Am nächsten Morgen beim Frühstück. Was nehmen wir denn noch dazu? Watson öffnet eine Salatschüssel, dann einen Rischot. Lecker, aber nicht ganz das Rechte. Einen zweiten Rischot. Ja, das ist köstlich. Genüsslich bedient er sich vom Buffet. Sir Henry. Barrymore? Sir? Ich habe oben in meinem Zimmer ein paar alte Sachen rausgelegt, die ich nicht mehr anziehe. Würden Sie die bitte wegnehmen? Selbstverständlich, Sir. Hab mich in London ein bisschen eingekleidet. So. Die meisten meiner amerikanischen Anzüge waren zu leicht für das Klima. Mrs. Barrymore kommt. Außerdem waren Sie nicht gerade der letzte Schrei. Ja, ja, da haben Sie recht getan. Nach dem Frühstück gehe ich runter zum Wirtshaus und schicke Holmes meinen ersten Bericht. Und auf dem Rückweg besuche ich Mrs. Lyons. Dann hoffe ich für Sie, dass Sie nicht Ihren Mann treffen. Für Sie auch, Sir? Ah ja, bitte, vielen Dank. Watson schaut ihr ins Gesicht. Sie hat verweinte Augen. Ach, jetzt verstehe ich. Waren Sie das, die letzte Nacht geweint hat, Mrs. Barrymore? Der Butler im Hintergrund zuckt zusammen. Henry? Haben Sie das gehört? Sie nicht. Ich auch. Ich glaube, die Herren haben sich beide geirrt. Ich habe heute Nacht nicht geweint. Aber was ist mit Ihren Augen? Oh, das ist nur vom vielen Rauch in der Küche, Sir. Barrymore entspannt sich wieder. Entschuldigen Sie mich. Barrymore? Zögernd tritt dieser näher. Ja, bitte, Sir? Haben Sie das Weinen gehört? Nein, Sir, habe ich nicht. Er geht. Skeptisch schauen ihm Sir Henry und Dr. Watson hinterher. Man höre, wenn Holmes wüsste, was ihm hier entgeht. Herzhaft verzehrt Watson sein Frühstück. Das Bild wechselt. Vor dem Dorfgasthof. Soldaten flirten mit einer jungen Frau. Daneben ein struppiger alter Zigeuner mit einer Ziehharmonika und mit einem Hund. Watson tritt zu ihm. Hier eine Kleinigkeit für Sie, mein Freund. Danke, Sir. Vielen Dank. Feinen Hund haben Sie. Er gibt ihm Geld, streichelt den Hund, betritt den Gasthof. Ich würde gern diesen Brief hier aufgeben, Madam. Sofort, Sir. Eine Hand ergreift den Brief. Inspektor Lestrade setzt umständlich seine Brille auf und hält den Brief dicht vor die Augen. Sherlock Holmes, Esquire, 221 B, Baker Street. Er schaut Watson durchdringend an. Dann ist Holmes also tatsächlich in London. Ja, Lestrade. Holmes ist tatsächlich... Ein scharfer Blick. ...in London. Ich wünschte, ich wäre es auch. So, warum das? Ihre Verbrecherjagd läuft wohl nicht nach Wunsch. In der Beziehung keine Schwierigkeiten. Ich habe Selden einmal erwischt und ich erwische ihn wieder. Aber dieses verdammte Moor. Irgendwie unheimlich, finden Sie nicht? Doch, doch, ja. Kann man schon sagen. Vor allem nachts. Heulen und allerhand unheimliche Geräusche. Es heißt ja, dass da ein Geist sein Unwesen treibt. Ach, wirklich? Angeblich ein wilder Hund. Das wäre doch mal genau das Richtige für unseren Freund Holmes. Solche bizarren Geschichten erfindet er sonst nur. Sie sollten ihn dafür interessieren. Ja, ja, keine schlechte Idee. Dann noch einen angenehmen Tag. Watson geht. Erst hämisch lächelnd, dann aufmerksam, schaut ihm Lestrade hinterher und erschrickt. Die Karten verraten Ihnen Ihre Zukunft, Sir. Der Zigeuner fächert sie vor ihm auf. Angewidert blickt er weg. Mach, dass du wegkommst. Der kleingewachsene Zigeuner trägt einen fettigen Schlapphut über dem wirren dunklen Haar. Vor seinen Stoppelbart hält er eine Karte mit der römischen Zahl 13 und dem Bild eines Skeletts. Watson vor Lyons Haus. Mrs. Lyons kommt. Ja? Oh, Madam.
Mein Name ist Watson, Dr. Watson. Ich bin Gast drüben im Herrenhaus. Geoffrey Lyons. Was ist? Guten Tag, Watson. Erreicht Lyons die Hand. Sie werden sich erinnern, wir hatten gestern schon das Vergnügen. Ich bin ein Freund von Sir Henry. Der nimmt sie nicht. Ach so, ja. Ein Kumpan von dem Jüngelchen. Ja. Und ich... Lyons schickt seine Frau ins Haus. Ich bin gerade unterwegs. Ich komme gerade rauf vom Dorf. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Also, ich weiß auch nicht. Ich habe mich verlaufen. Einfach so, verlaufen. Dann halten Sie sich mal an den Fußweg. Verstehe. Also, diesen Fußweg lang, über den Weg entlang. Watson ruft durch den Briefschlitz der zugeschlagenen Tür. Sehr freundlich, vielen Dank, Sir. Dreht sich um. Ungehobelter Flegel. Und geht. In Lyons Haus. Dieser setzt sich schwer atmend. Zu seiner Frau. Sieht mir ganz so aus, als... als ob Sie Bescheid wissen und deinen anspruchsvollen, erlesenen Geschmack schon kennen. Oben im Herrenhaus. Sie holt mit der Hand weit aus. Und gibt ihm eine kräftige Ohrfeige. Er springt auf, schüttelt sie brutal, sie hält schützend die Hand vor sich. Beide starren sich an. Dann wird sein Blick weich. Ich liebe dich, Laura. Und du hast mich auch mal geliebt, nicht wahr? Aber damals warst du ein anderer. Er streicht ihr über die Wange, packt sie kurz, lässt dann von ihr ab, setzt sich wieder. Sie wendet sich ab. Lyons schlägt in ohnmächtiger Wut auf den Tisch. Auf dem Fußweg. Watson schimpft vor sich hin. Aber so kann er mir nicht kommen. Ich lasse mich doch von so einem nicht an der Nase rumführen. Ihre Zukunft, Sir? Wie mein? In den Karten hier. Nein, lassen Sie doch, mein Freund. Aber wollen Sie denn nicht wissen, was auf Sie zukommt? Der Zigeuner? Nein, ganz im Gegenteil. Ich schätze Überraschungen. Ich kann Ihr Schicksal nicht bloß aus den Karten lesen. Tänzelt um Watson herum. Ihre Handflächen verraten es mir auch. Und Ihr Hinterkopf genauso. Na was noch? Wie wäre es mit einer Kristallkugel? Er lässt sie vor ihm kreisen. Danke, ich will nicht. Ich will nur, dass Sie sich entfernen. Kaufen Sie einen Ring. Nein. Oder eine Uhr. Er stiehlt Watsons Uhr. Verschwinden Sie. Oder ein bisschen Musik, Sir. Ich kann Ihnen eine ganz besondere Melodie vorspielen, Sir. Guter Mann. Du Landstreicher. Ein Mann mit weißem Mantel und Hut. Belästige diesen Gentleman nicht. Wir leben in einem freien Land. Ihr entreißt dem Zigeuner. Dass du wegkommst oder ich lasse dich verhaften wegen Rumtreiberei. Watsons goldene Taschenuhr. Na, ist denn das die Möglichkeit? Du Halunke, du! Der Zigeuner verschwindet. Gut, dass ich vorbeigekommen bin, bevor er Sie total ausgeplündert hat, Dr. Watson. Sie kennen meinen Namen, damit sind Sie mir gegenüber im Vorteil. Oh, ich bitte um Verzeihung. Stapleton, Jack Stapleton. Sehr erfreut. Und woher wissen Sie, wenn ich frage? Dr. Mortimer hat mir von Ihnen erzählt. So hat er. Und wie geht's Sir Henry? Gut, soweit. Soweit geht ihm gut. Ja, doch. Sie doch. Gehen weiter. Nach dem Tode von Sir Charles hatten wir Sorge, dass er nicht kommen würde. Jetzt sind wir sehr froh. Sie betreiben Naturkunde, schätze ich. Er stolpert. Sie sagen es. Man merkt den Einfluss Ihres Freundes, Mr. Holmes. Logisches Schlussfolgern und so. Ja, aber woher wissen Sie das nun wieder? Dr. Mortimer. Ah. Wird Mr. Holmes uns wohl auch beehren? Warum? Wie kommen er glaubt Sie doch wohl unmöglich an die Schauergeschichten von diesem Hund. Nehmen Sie mir es nicht übel, Sir, aber ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Nichts für ungut. Es geht mich ja bestimmt nichts an, aber die Sache mit dem Fluch hat Sir Charles mächtig zugesetzt und hat ihn umgebracht. Glauben Sie? Ganz entschieden. Oh. Er war so am Ende mit seinen Nerven, dass er nur irgendeinen Hund zu sehen braucht und schon was passiert. Meinen Sie wirklich, dass er nur irgendeinen Hund sehen musste und sein Herz hat nicht mehr mitgemacht? Haben Sie eine bessere Erklärung? Tja, wenn Sie mich so fragen, nein. Und Mr. Holmes, ich mische mich schon wieder ein. Tut mir leid, entschuldigen Sie bitte. Aber würde Sir Henry für morgen Mittag eine Einladung akzeptieren? Die gilt selbstverständlich auch für Sie, Dr. Watson. Ja. Sie müssen beide meine Schwester kennenlernen. Gern. Aber ich muss natürlich erst fragen. Sir Henry erst fragen. Aber sehr ich sehe schön. Keinen Grund, wunderbar, warum das frage ich. Es wird Sie interessieren, meine Schmetterlingssammlung zu sehen, Dr. Watson. Ich habe ein paar Exemplare, die sensationell. Stapleton stutzt und hebt. Und dann aus. Langsam. Und das zu dieser Jahreszeit. Sein Schmetterlingsnetz. Das ist einfach nicht zu fassen. Entschuldigen Sie mich, Dr. Watson. Und springt mit weiten Schwüngen des Schmetterlingsnetzes dem Schmetterling hinterher, reißt sich den Hut vom Kopf, dreht sich mehrmals, hebt den Hut auf, drückt ihn fest, springt weiter und verschwindet. Dr. Watson bleibt kopfschüttelnd zurück. Sonderbarer Zeitgenosse, sonderbar. Er wendet sich um und geht weiter. Das Bild wechselt. Eine blonde Reiterin im Moor auf einem Schimmel. In ihrem Blickfeld Sir Henry, der sich mit seinem Stock einen Weg zu bahnen versucht. Er ist schlank, um die 30, hat ein rundes, bartloses Gesicht, graugrüne Augen und mittelblondes Lockenhaar. Er trägt einen dicken grauen Mantel, Schal und graue Beinkleider.
Die blonde Frau im Damensattel trägt ein schickes graues Reitkostüm. Sie stoppt ihn. Halt! Gut, dass ich gerade komme. Noch ein paar Schritte und Sie hätten im Sumpf gesteckt. Da hatte ich ja wirklich Glück. Sie müssen Sir Henry sein. Ja, der bin ich. Und wer ist meine liebreizende Retterin? Ich bin Barry Stapleton. Madam, ich danke Ihnen, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Das ist also der gefürchtete Sumpf. Mit seinem Stock weist er auf die weite Moorfläche. Ist bildschön. Er blickt dabei Beryl an. Er sieht in keiner Weise gefährlich aus. Es gibt vieles auf dem Moor, was nicht so ist, wie es scheint. Gefahren lauern überall. Die Schönheit täuscht. Sie würden keine Nacht länger hierbleiben, wenn Sie vernünftig wären. Sie würden abreisen, so schnell Sie könnten. Begrüßen Sie Neuankömmlinge immer so? Ich warne Sie, Sir Henry. Verlassen Sie diese unheimliche Gegend. Halt, warten Sie! Sie wendet abrupt ihr Pferd und reitet weg. Henry bleibt wie verlassen zurück. Er schaut ihr versonnen nach. Abends in Baskerville Hall. Watson am Schreibtisch mit Petroleumlampe. Ich bin sicher, lieber Holmes, dass Mrs. Lyons etwas zu verbergen hat. Aber wie komme ich an ihrem Ehemann vorbei, diesem brutalen Truckenbold? Was nun den Notting Hill-Mörder betrifft, so bin ich recht zuversichtlich. Da kann Inspektor Lestrade auch nicht mehr viel verpfuschen. Des Weiteren hatte ich ein Zusammentreffen mit einem äußerst verdächtigen Landstreicher, einem Zigeuner. Und ich habe Jack Stapleton kennengelernt, der übrigens Sir Henry und mich für morgen zum Essen eingeladen hat. Er trinkt aus einem Glas. Hinter ihm öffnet sich ganz leise die Tür. Watson stutzt, setzt das Glas ab, wendet sich ganz langsam um. Ein Schatten erscheint im Türspalt, eine Hand, Sir Henrys Gesicht. Plötzlich vor Henrys Nase von der anderen Seite ein Revolverlauf. Sie haben mich erschreckt, Sir Henry. Kommen Sie. Sir Henry hat sich vor Watsons Revolver heftig erschreckt. Beide schleichen mit einer Kerze durch den Korridor. Dr. Watson trägt einen dicken beigefarbenen Hausmantel. Er ist mittelgroß, ungefähr 50, hat angegrautes, sauber gescheiteltes, dunkelblondes Haar, einen Oberlippenbart und braune Augen. Beide finden Mrs. Barrymore. Sie gibt durch ein hohes Fenster mit einem dreiflammigen Kerzenleuchter Lichtsignale in die Nacht. Mrs. Barrymore, was machen Sie hier? Ihr schwarzes Haar fällt offen, sie trägt ein schwarzes Kleid. Gar nichts, Sir. Sehen Sie mal, da! Durch das Fenster sieht Watson ein Licht im Moor. Es flackert auf, verschwindet, flackert wieder auf, verschwindet erneut. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Einen Moment dachte ich, Was dachten Sie? Ich dachte, es wäre dasselbe Licht wie damals. In der Nacht von Sir Charles Tod. Was für ein Licht war da? Es war mir ein Glühen, Sir. Ein seltsames, glühendes Etwas. Es hat sich bewegt, ist hingezogen übers Moor. Sie geht einige Schritte im Kreis. Es war wie... Etwa wie was? Barrymore kommt. Es hat ausgesehen wie ein Hund, Sir. Wie ein riesiger, glühender Hund. Gute Nacht, Barrymore. Die Barrymores ziehen sich zurück. Geben Sie mir die Kerze. Watson bewegt die Kerze vor dem Fenster hin und her. Draußen im Moor flackert das Licht ebenfalls auf. Draußen hoch erhebt Watson eine Laterne. Die Mächte des Bösen stehen auf in der Nacht. Na, dann kommen Sie mal, Sir Henry. In ihrem Blick fällt vor schwarzen Felsen das Licht. Aber vorsichtig, wir sind auf gefährlichem Boden. Beide gehen durchs Moor, Watson mit der Laterne voran. Alles ist in geisterhaftes, bläuliches Licht getaucht. Schwarz, schattige Bäume neben ihnen, in der Ferne der Felsen mit dem Licht. Sie bleiben kurz stehen. Watson deutet mit dem Finger in die Ferne. Da. Da ist es. Ja. Das Licht ist eine Laterne, einsam auf einem Felsen stehend. Beide treten näher und betrachten sie. Und was jetzt? Wir warten. Es muss jemand hier sein, ganz in der Nähe. Ein kahlköpfiger Mann in Sträflingskleidung auf einem Felsplateau hinter ihnen versteckt sich hinter einem großen Stein. Watson tritt zu Henry. Der setzt sich auf einen Stein und zieht den Mantel um sich. Aus Sicht der Kamera, der Mann hinter dem Felsbrocken, vor ihm weiter unten, Watson und Sir Henry. Sir Henry friert.
Der Mann drückt den losen Felsbrocken weg. Er rollt auf Henry und Watson zu. Watson und Henry weichen aus. Der Mann läuft weg. Stehen bleiben und ich schieße! Watson schießt. Der Mann krümmt sich und kriecht weg. Henry will ihm nach. Nein, Sir Henry. Reiner Wahnsinn, ihn im Dunkeln zu verfolgen. Viel zu gefährlich. Kommen Sie! Es ist ja noch mal gut gegangen für Sie, aber haarscharf. Widerstrebend lässt Henry von der Verfolgung ab. Ich danke Ihnen, Watson. Ach, nicht der Rede wert. Vielleicht kriegen wir ihn noch zu fassen, bevor der Nebel dichter Henry wird. Henry zeigt auf einen Baum. Watson! Da drüben! Der Zigeuner! Der hockt oben in den Ästen. Die Pistole in der Hand blickt Watson sich erschrocken um. Beide lauschen. Der Zigeuner verschwindet. Die Sache kommt in Bewegung, Sir Henry. Sie gehen nach Haus. Es tut sich was. Meinen Sie? Das sehen Sie doch selbst. Am nächsten Tag bei Stapleton. Wunderschön. Ein Prachtexemplar. Freut mich, dass Ihnen meine Schätze gefallen. Sehr beachtlich. Hier, das wird Sie auch interessieren. Etwas ganz... Sie betrachten Schmetterlinge. Im Nebenraum. Danke. Beryl kommt zu Henry, der lächelt. Das war sehr nett von Ihnen, dass Sie meinem Bruder nichts von gestern gesagt haben. Er schaut hinüber. Warum soll er von unserer Begegnung nichts wissen? Er findet es gut für die gesamte Gegend hier, wenn das Herrenhaus bewohnt ist. Einige findet man heute gar nicht mehr. Kaum noch, fast ausgestorben. Es würde ihm nicht gefallen, dass ich Sie zur Abreise überreden wollte. Beide setzten sich. Und warum haben Sie es versucht? An einen Kaffeetisch. Der Tod von Sir Charles war so grauenhaft. Er selbst hat ihn befürchtet. Er hatte eine Vorahnung. Das muss einen ganz bestimmten Grund haben. Sie werden doch nicht an das Schauermärchen von diesem Hund glauben. Ich glaube, es ist gefährlich hier. Gefährlich für Sie. Und jetzt, nachdem wir uns kennengelernt haben, wäre es noch schlimmer, wenn Ihnen was passieren würde. Er lächelt und blickt sie versonnen an. Keine Sorge. Wozu das Risiko? Es gibt so viele schöne Orte auf der Welt. Warum ausgerechnet hier auf dem Moor? Wegen der netten Nachbarn. Sie schlägt die Augen nieder und will ihm Kaffee einschenken. Ja. Er legt seine Hand auf ihre. Die würde ich gern viel öfter sehen. Nebenan Watson und Stapleton noch immer über den Schmetterlingen. Höchst interessant. Das Bild wechselt. Strahlend sich zulächelnd reiten Beryl Stapleton und Sir Henry über das Moor. Sie auf einem Schimmel, er auf einem Braun. Beryl Stapleton ist um 30, hat goldblondes, hochgestecktes, gelocktes Haar, graublaue Augen und trägt wieder ihr schickes, graues Reitkostüm. Sie erreichen einen Lagerplatz aus hölzernen Wohnwagen. Ein Mann nimmt von einem Eisengestell kleine Pelztiere und weidet sie aus. Andere Männer bereiten sich Nahrung an anderen Feuern. An einem Feuer der alte Zigeuner. Hey, Alter! Dieser erhebt sich langsam und schaut Henry an. Wanderst du nachts übers Moor? Das Herumwandern ist das Los des Zigeuners, Sir. Er zieht seinen Hut vor Beryl. Aber was ist Ihr Los, Sir? Wollen Sie wissen, was Ihnen die Zukunft bringt? Solange kein Hund was damit zu tun hat? Dann will ich doch lieber der Lady die Zukunft voraussagen. Henry blickt zu Beryl, die blickt zurück. Na gut, dann lass mal hören, was sie bringt. Wenn die Lady bitte ihren Handschuh ausziehen würde. Sie tut es. Er tritt zu ihr, nimmt ganz behutsam ihre Hand, riecht ganz kurz daran und schaut dann in ihre Handfläche. Jasmin, ein süßer Duft. Das Herz der Lady ist entbrannt. Vor ihr liegt eine schwere Entscheidung. Sie muss ihre Wahl treffen. Die Frage lautet, Leben oder Tod? Sie zieht die Hand weg. Wenn sie den Tod wählt, wählt sie zugleich das Leben. Und sie kann sich nicht für das Leben entscheiden ohne den Tod. Es ist eine Wahl, die ihr keine Wahl lässt. Und doch muss sie wählen. Drohend erhebt er den Finger. Beryls Gesicht wird immer ängstlicher. In Panik reitet sie davon. Henry, nachdem er einen bitterbösen Blick auf den Zigeuner geworfen hat, stürmt ihr nach. Der Zigeuner schaut bei.